Wie Zeit vergeht. Schon 74 Jahre sind es hier, der Peiting von amerikanischen Soldaten um 9. September 1944 befreit guf. Am Kader von der Liberationsfeierlichkeiten hat Gemeng Peiting zusammen mit dem Syndikat Initiative in den Tourismus von Peiting, dem Comité du Souvenir und dem Ordre de la Chevalerie du 7e Centenaire nächsten Keir auf dem Weekend de l'Amitié Américo-Luxembourgeoise erweitert. Freitagsabend guf die Ausstellung RAF 100 in Präsenz vom britischen Botschafter dem John Marshall abgemäht, ihre dünn auf der Stadthausplatz mit Swing an der Feierofen gung. Stimmung, etwas Gutes gegen den gehenden Hunger an den Duscht, schöne Karossen aus vergangenen Zeiten, an wie könnte da nicht sein, Rock und Country auf der Bühne. Das ist Rockabilly zu Peiting, der musikalischen Höhepunkt von dem Liberationswochenende, wo jeder auf seinen Kasten kennt. Ein Festival, wo die amerikanisch-lützebäuerische Freundschaft deutlich herausklingt. Aber dem schönen Wetter, das ist hier am Rendezvous war, hat noch ganz viel Leid von daheim und von über den Grenzen raus die WHJ fand. Sonntag, den 9. September, dem 74. Anniversär von der Befreiung von Peiting durch die amerikanischen Soldaten, sollten wir offiziell aufgehen. Beim Monument des Passeurs an dem Heimen Josephson Square rufen sowohl und Liberation wie auch und Lied gedurcht, da den Zweiten Weltkrieg schmatzig Brot tut. Denn als Spaß Souvenir 1944 den Gemeng Peiting am Speicher vom Roten Haus angegischt wird, erinnert an all das tragische Butter, mehr auch schöne, große Momente von unserer Geschichte. Angefangen bei der Invasion 1940, der Besatzung durch die deutschen Truppen, Geschichte von der Resistenz an der Passeren, Befreiung durch die alliierten Soldaten, bis bei der Geschichte von den Monumenten an unserer Gemeinde und Feiern, die da organisiert, gaufen. Er beweist mehr, wenn es notwendig wäre,
dass Gemeng Peiting als ein Afrinner nie vergessen, so wie sie Teil auch für all die Schwieren, wie Teil ein Monument auch angemessen, das we shall never forget. Bei dieser Gelegenheit war auch den Daniel Pettorini, eine Vertretung vom amerikanischen Botschafter auf Peiting, kommen. The second lieutenant, Hyman Josephson, knew what was at stake when he came to serve his country. And when he died here, he probably understood what his sacrifice, what he had earned and what he had helped to buy, which was the freedom of a people who must be free, who should be free, as all people should be. Aufschließend hat den Ordre de la Chevalerie du 7e Centenaire an den Home Saint-Hubert invitiert, wo drei Bierschaffieren Ersatz am Dienst von der Gemeinde geehrt wurden.